die Tour führen. Das heisst, Adler, der Legionsadler ist zurückgekommen ins Legionslager. Wir haben ein bisschen lange gehabt, wir sind bis vor Jugoslawien hochgekommen. Aber wir haben es geschafft. Und der Priester wartet bereits. Wir werden die Zeremonie auf Latinisch halten, so wie es überliefert worden ist. Es wird sehr blutig und rauchig zu und her gehen. Und ja, ich bitte Sie noch um ein bisschen Geduld. Diese Soldaten müssen sich noch umziehen und das Marschgepäck abladen und in die Unterkünfte ziehen. Wir werden auch heute Nacht hier schlafen. Wir haben das Lager aufgebaut in Baden gestern Nacht und haben heute Morgen abgebrochen und sind 10 Kilometer dahin marschiert. Mit ungefähr 40 Kilo Gepäck. Also so wie es überliefert worden ist, auch mit den rekonstruierten Ausrüstungen. Wir haben als Verstärkung eine Einheit hier aus Italien, das sind sogenannte Prätorianer, also die Leibgarde vom Kaiser, die nicht nur in Rom unten müssen bleiben, sondern wenn der Kaiser ins Feld ist, sind die mitgezogen, die ganzen Kohorten und Truppen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Truppen auch da oben im Norden mal angetreffen waren. Sie verstärken uns, wir sind sehr froh, sind sie da. Es ist sehr spannend, sie haben zum Teil auch eine andere Ausrüstung. Und wir werden nachher hier aufmarschieren. Und dann gibt es wieder etwas zu schauen. Nach dieser Zeremonie bitte Sie noch ein bisschen da zu bleiben. Es geht spannend weiter. Wir werden exerzieren, wir werden mit den Kindern mal noch etwas machen. Wenn Sie möchten, können Sie die Leute auch etwas fragen. Also es ist zum Teil sehr spannend, wenn man sich auch über Geschichte fachsimpeln. Silenzium! Idiotas! Also Sie sehen, das ist nicht leicht mit diesen Herren, aber ich glaube, wir werden den Kindern jetzt schaukeln. Nur einen Moment, ich bin bald vor Ort.